Arbeit ohne Zollstock und ohne Wasserwaage. Ohne Wasserwaage, ja. Ohne und Zollstock. Mit Leben. So macht man das. Alex. Und Alex. Und André. Von Hatschewild. Willkommen. Willkommen. Heute werden wir eine kleine Küche in den Berlingo einbauen. Beziehungsweise einfach nur so ein Kochfeld. Ein Kartuschenkochfeld, wie ich gehört habe. Kartuschenkochfeld. Ja, weil es war heiß. Also es war heiß, genau. Du willst was kochen und dann willst du mehr. Darf man nicht hier benutzen. Darum brauchen wir eine Schublade, dass man hier rausziehen kann. Dass nur wenn die Türen offen sind, dass man kochen kann. Zusätzlich bauen wir noch einen Tisch an die Seite. Weil das halt vom TÜV gefordert wird. Dafür haben wir hier ein paar Scharniere bereitgelegt. Also das heißt, vom TÜV gefordert heißt, um das Ding als Wohnmobil anzumelden. Genau, da braucht man einen Tisch. Tisch braucht man, ein Bett. Und eine Kochstelle. Genau. Klo nicht, ne? Ein Klo nicht. Was, das sind drei Sachen, die man braucht. Schlafstelle. Ja. Tisch mit Sitzplatz. Ja. Kocher. Kocher. Okay. Das sind jetzt drei. Von der Kabine. Das ist Stauraum. Stauraum. Stauraum auch. Ah, ja. Ja, du Stauraum. Ja, mehr als gut. Haben wir. Haben wir. Safe. So, dafür bauen wir hier hinten erstmal die Rückwand wieder aus. Und schneiden da ein Loch für die Schublade ein. Bauen dann aus Restlatten eine Halterung für die Schublade und ja, mal gucken, ob es funktioniert. Ja, komm, wir nehmen euch mal mit. So, wir haben hier hinten diese Platte drin. Das ist eigentlich das Klofach, aber für den TÜV brauchen wir halt diesen Kocher. Das heißt, wir schrauben die wieder los. Und dann noch mal hier eine Schublade rein zu sagen, das Ding dann am Endeffekt so steht, ne? Genau, ein bisschen tiefer vielleicht noch. So? Ja, genau. Jetzt können wir eigentlich auch, wir können auch hier einfach zwei Scharniere dran schrauben. Ja, dann geht die Tür nicht mehr zu. Oder? Wenn die Tür ja, natürlich. Die Tür wieder... kann auch bleiben, das ist das Problem. Na, bei der Fahrt, meinst du? Muss der TÜV nicht auch Frischluft haben oder so? Ich glaube, Frischluft ist auch eine Bedingung. Kochstelle, Schlafmöglichkeit, Tisch und Frischluft. Also das heißt, wir fahren mit offener Tür? Ja, natürlich. Lass uns mal, Alex, in dem Ding mal ein Wochenende machen. Wir beide übernachten im Ding, obwohl wir Kisten haben, wo man mit fünf Leuten drin machten, machen wir es mal hier drin zu zweit. Aber die Matratzen sind nur 1,90 Meter lang. Die linke wird noch nicht mal. Ja, es wird auf jeden Fall eine Challenge. Und ich meine, das ist doch unser Style, oder nicht? Das wird abenteuerlich. Ich sag mal so, die Kühltruhe läuft. Ja. Und was brauchen wir mehr? Also, ich würde die Challenge annehmen. Ja, dann machen wir das. Okay. Dann machen wir das. Okay. Ja. So, da sind jetzt vier Schrauben. Hier. Ich sehe sie sogar. Genau. Die müssen erstmal ab. Da kommst du doch nie mit deinem Pommesärmchen durch. Warte, guck mal, meine. Das ist wie so ein Äffchen, so ein Menschenaffe, weißt du, der den Futter nicht mehr loslässt. Aber, guck mal hier, mein kleines Ärmchen. Tatsache, es funktioniert. Ja. Da bist du erstaunt, ne? Da bin ich baff. Da bin ich baff. Ja, ich selber. Selber baff. So. Waren das alle Schrauben, oder? Da kommt es. Da ist das gute Stück. So, jetzt sehen wir hier mittig, vielleicht ein Stückchen tiefer noch, sehen wir einfach hier rechtwinklig ein Loch rein. Loch reinsägen ist immer gut. Ne? Genau. Und wenn dann hier und hier eine Latte reinmachen, festschrauben, wo nachher über die Latte dann die Schublade hin und her läuft. Du weißt, je mehr man abschneidet, umso günstiger wird es. Umso günstiger wird es. Ja, es ist ja weniger Material. Es ist weniger Material. Und du musst ja, das Auto wird ja auch leichter. Das heißt, überleg mal, was du weniger überhaupt, Benzin. Weniger ja. Benzin. Bei Spritpreisen von 2,49 Euro oder hier so. Kommen diese 2,49 Euro. Du Scheiße. Ich war zwei Wochen lang nicht in der Welt. Ja. Wunderbar. Schließlich ist jetzt schon bereit. Brauchen wir einen Bohrer. In die Ecken, ja. Ich mache das ja mal ohne, ne? Weil. Ich weiß, du hast so vier Handgelenke. Du kannst auch schon drei Kinder. Du kannst auch vorher das versenken noch, weißt du?
Ey, man kann das auch noch versenken und dann erst anfangen mit der Schicksäge. Schön die Säge versenken. Nee, aber du, mach doch. Ja? Ja, ich bohre nur vor. Am Ende machst du auch Dampfsperre drauf oder was? Ja, wer macht denn eine Dampfsperre mit dem Camper? Grüße gehen raus, sagt Christine. Ja. Viele Leute sehen das gerade nicht, aber die stehen hinter der Kamera. Ja, und die schlägt uns nämlich gleich. Und die macht dann ihre Dampfsperre. So. Achso, jetzt brauche ich gar nicht so um die Ecke sägen. Ich kann einfach du kannst in das Loch einstecken und einfach da reinsägen, oder was? Einfach in das Loch einstecken? Alter, einfach Rocket Science! Rocket Science! Wenn ich gerade ist, ist nicht so schlimm. Es ist nicht gerade. Aber schön. Aber schön. Es ist schön. Nee, es ist auch nicht schön, aber es ist ein Loch. Danke. Okay, jetzt müssen wir die Platte einmal. Du hast ja gesagt, das sollte dranbleiben, ne? Ja, genau, das sollte dranbleiben. Nicht zu viel Arbeit machen. So, jetzt haben wir hier so ein Ding, ne? Genau. Jetzt. Über das hier. Wo ist denn der Bleistift? Bitteschön. Dankeschön. Und zweimal angezeichnet. Einmal den Winkel. Dieser Winkel. Winkel dir gleich mal auf, Winkel Frikadelle. Also ein Profi wird es jetzt irgendwo hinlegen. Ja, aber ich mein, du machst das im Stehen. Ne? Ich meine, das musst du ja nachmachen erstmal. Ja? Das wird der Boden für die Schublade. Die könnte wieder Stein. Wie dann im Flow. Willst du auch im Stehen schneiden? Nö. Du, in der Liga spiele ich noch nicht. Soll ich ein bisschen Platz mal hier machen? Dass wir kriegen wir schon. Weißt du, warum ich hier kein Loch gebohrt habe? Ja, weil das schön aussehen soll. Und weil man von der anderen Seite nachschneiden kann. Nicht und schlecht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und weil heute noch die Sonne scheint. Und. Ja. Nur das Problem ist. Wie? Willst du schneiden? Soll ich mal halten auf der Seite? Das wäre ein Speicherchen. So. Guck mal diese Ecke an. Alter Schwede. Da wenn du, das da nicht rechtwinklig ist. So, und das muss jetzt eigentlich da reinpassen. Oh nein. Schade. Hätte ja funktionieren können. Oh doch. Oh nein. Oh doch. Oh nein. Oh doch. So. Wir werden jetzt hier. Bist du Team abschleifen oder lassen so? Ja, das wird die Endseite, also die also. Verschwindet nachher. Habe ich irgendwie vermutet. Du, immer den einfachsten Weg gehen. Ja. So. So, hier machen wir jetzt mit den Restlatten. Nee. Das kannst du mal schön machen. Gib mir mal ein Ding her. Du hast doch überlegt, wie du das machen willst, ne? Genau, ich habe mir das mal ein bisschen überlegt. Ja. Und jetzt müssen wir die Latten ein bisschen einkürzen. Wir werden das nämlich so machen. Ich gehe mal auf die andere Seite. Gar nicht groß. Also das sollen nachher die Führungslatten sein. Die kommen hier rein. Und dann kommt einfach von beiden Seiten hier einer dran. Und einer so drüber. Also an das Endstück. Das ist aber richtig Ingenieurskunst, oder? Nein, das ist richtiger Fusch. Ja. Nee, wieso hält doch bestimmt. Der halten tut das auf jeden Fall. Ja. Und diese Latte schrauben wir nachher hier rein und auf die Rückseite von dem anderen Fach. Ah. Und dann würde ich sagen, kürze ich die mal ein Stückchen ein. Mhm. Das reicht ja, wenn wir einfach nur so ein Stück haben. Mhm. Und dann läuft die Sache schon. Auf geht das. Gut. Also drei Viertel waren abgeschnitten. Ich sag, das ist genau. Das ist immer das paritätische Prinzip.
der paritätischen Wohlfahrt 80-20 oder wie heißt das? Genau. Oder wie Paetro-Prinzip? Paetische Wohlfahrt. Wie heißt denn das? Ich weiß es auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Piss mich ein. So. Als nächstes sollten wir mal schauen. Also man könnte jetzt abschleifen. Aber wir haben auch irgendeinen Cutter hier liegen. Cutter haben wir, ja. Und dann schneidet man einfach schön die Ecken. Das ist ja wie Schnitzen. Ja, das ist Schnitzen. Ich sag mal so, wenn man es abschleift mit der Maschine, geht es natürlich viel schneller, aber... Lass uns doch mal ein Schnitzprojekt machen, irgendwie. Ein Schnitzprojekt? Ja, so Buschcrafting halt, aber richtig mit Schnitzprojekt. So, wir haben hier eine, auf jeden Fall eine gerade Schnittkante. Bei der hier bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Hab ich da geschnitten. Ja, genau deswegen. Das muss doch gerade sein. Dann werden wir hier einfach 7,5 cm annehmen. Also, einige Kommentare auf unseren letzten Videos war das ganze Gesabbel. Haben sie ertragen, die Zuschauer, weil am Ende doch was Gutes rauskam. Heute ist weniger Gesabbel. Ich frage mich, ob das Ergebnis dann auch stimmt, weißt du? Ich glaube, das wird scheiße. ich weiß halt nicht, weißt du, so am Ende es ist wenig Erzähler da. Also ich muss jetzt sozusagen irgendwelche Lücken füllen. Ja, füll mal irgendwelche Lücken. Füll, wie du es immer tust. So, einen Moment, wir machen das doch noch anders. Ah, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. Der Cutter hat die absolute Macht. Möge die Macht mit dir sein. Möge die Macht mit mir sein. Mein Freund. So, jetzt gehen wir einfach 15 cm hier rüber. Du musst dich immer gut mit dem Cutter stellen, weißt du, am Ende taucht nichts mehr im Video davon auf, was du ursprünglich mal gemacht hast. Grüße an Mike. Genau, ich gehe drauf. Mike, wir haben dich lieb. Manchmal. Hast du das eigentlich schon gehört? Wir sind lustiger als ein Podcast, der noch auf Spotify grassiert. Ja? Ja, habe ich mal gehört. Halte ich auch für ein Gerücht. Aber ich sag mal so, Marco, Grüße gehen raus, 50% Halbwissen. Macht das schön gerade, ne? So, ja. Langsam kommt dahinter, was du baust. Und das sieht aus wie Zeit. Raketen. Zwei rote Raketen. Weißt du, und das passiert, wenn man die Scheiße nicht vorbaut. Ich wollte doch eben sagen, Alter, wie sieht's aus mit Vorbauen? Nein, das ist doch so ein Riesenklotz. Das ist halt, ja? Ja. 80 cm Klotz, handgewässert. Der wird nicht brechen. Der wird nicht brechen. Na gut. Ich sag mal so. Wir haben alle mal klein angefangen. So, wir melden uns gleich wieder. Aber ich habe eine Frage, ne? Wenn das hier festgeschraubt ist, dann kannst du es ja gar nicht bewegen. Ich habe mich schon gefragt, wo der Fehler liegt. Ich habe mich gefragt, nee, wo der Fehler liegt. Ah, das ist ja richtig cool. So eine Art Schublade. Schublade. Cool. Das ist ja einfach nur die Führung. Dann machen wir zwei Latten hier oben drauf oder vielleicht das kürzere Stück. Passen die gerade eben noch ein. Werden ans Ende auch noch ein Stück machen, aber höchstwahrscheinlich so, dass wir einfach hier durchschrauben können und nicht großartig anzeichnen müssen von der anderen Seite. Das ist richtig schön fest. Vielleicht kann man es ein bisschen ölen. Wir schleifen. Ja, komm. Ich habe nichts gesagt. Was können wir da drunter machen? Lass uns da eine Scheibe drunter legen. Ja, dann holen wir eine Scheibe aus dem Lager. Ich hol was, warte. Mann des Jahres. So. Was hältst du davon? Ja, wenn du möchtest, dann nehmen wir die. Das ist besser, ich weiß nicht. Ja, oder wir nehmen hier von dem Armaflex, können wir natürlich auch noch was. Und? Ah, alter Schwede.
Traumhaft. Ach, du hattest recht, du hattest recht. Was nee, das geht mir ja gar nicht darum. Ist mir doch scheißegal, ob ich recht habe. Das willst du Ende, mir wieder wochenlang Ich will vor. Am Ende natürlich rumheulen oder ich rumheule. Oder einer sagt, das hätten wir mal, das schreiben wir mal gemacht, weißt du? Ja. Denke ich einfach so, lass mal machen, weil am Ende nervt es dich dann, wenn du sagst, ey, warum habe ich da nicht, dann kriegst du das ja nicht raus aus dem, weißt du? Ja, ist okay. Ist okay. Er sagt einfach sowieso, ja, ja, damit ich aufhöre, die Schnauze halte. Du hast recht. Reden. Du hast recht. Hier ist irgendwie. Und dann ärgerst du dich hinter. Oh, hier ist gebrochen. Ja, genau, darüber ärgere ich mich zum Beispiel. So, jetzt müssen die Teile noch eingekürzt werden. Mhm. Welche Länge? Soll ich einfach mal eine Länge raten? Und wir. Ich sag 35. Ich muss auch die Kamera auf. Oh, Entschuldigung. Ich sag 35. 35? Ja? Aber die Platte ist doch schon 40. Ja, müssen die nicht kürzer sein? Nee, die müssen ja. Länger? Länger sein. Ich schneide einfach mal was zurecht und wir gucken, ob es passt. Also einfach so nach Gefühl, Wellenschlag? Probieren wir mal. Verrückt. Das ist, der Typ traut sich was. Der Typ traut sich was. Wie im Studium, in der Schule, immer auf Lücke macht. Ja. Ganz wichtig. Auf Sicht fahren ist immer wichtig, ne? Auf Sicht fahren. Ja. Das ist nachher die Befestigungslatte für die Rückwand. Die machen wir einfach mal zwei Schrauben fest und schrauben nachher von der Seite einfach ein, zwei Mal durch. Und schauen, ob es funktioniert. So, passt das mit der Lattung? Wurzeln auf Spalt ist immer gut. Ja, das wird schon. Das wird schon. So, das Teil kommt erstmal so wieder rein. Und das schraubst du einfach von innen, ne? von außen einfach eine Schraube rein. Ne? Genau, also hier ziehen wir jetzt einfach, also die Latte machen wir bündig damit, ja. Wo du hier so schön vage gesägt hast. Und, vor allem diese Schnittkante hier. Ja. Traum. Das feilt sich ab, wenn das Holz da drüber geht. Gut. Ne? Ich würde sagen, einmal hier drin geschlafen, ist halt alles weg. Ja, also das Späne im Hintern alles. Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon drauf. Ich? Yes. Das wird ein richtiges Träumchen. Das läuft hier aber zu gut. Das läuft nicht gut heute, ne? Ja, das haben wir auch nicht immer, ne? Irgendwie. Läuft das zu gut? Irgendwas ist falsch. Ja, ich glaube auch. Irgendwas ich glaub, ist falsch. Das könnte sein, dass die Gasflasche alt ist vielleicht. Aber soll ich die Gasflasche vielleicht mit der Schraube mal ein bisschen penetrieren lassen? Oder willst du da hinten die Schrauben wieder reinmachen mit deinen filigranen Händchen? Ja, mit meinen kleinen Händchen, ne? Ja. Ich habe sie rausgemacht, ich mach's auch wieder rein, du. Meinst du, ja, das gehört zu meinem Leistungsumfang dazu. Zu meinem Leistungsumfang. Warte, dann geh mal hier raus. Ja? Hier sind die Schräubchen. Also, kleiner Menschenaffe bleibt noch sitzen. Ach, scheiße. Die letzte Mal schon wieder. Ich bin dann so ein Dulli, ne? Ich bin so ein Dulli, ey. Meine Fresse. Pass auf. Ach, guck mal, man kann auch mit der Arm. Man muss ja jetzt nicht. Man kann ja hier rein jetzt. Guck mal, hier rein, Mann. Ja, muss ja nicht hier oben seine Händchen rein, sondern so ein T-Rex oder so. Kannst du das nochmal von hier unten einmal zeigen? Weißt du, hier, guck mal, alles auf hier. Statt dir geht's hier einfach hier rein. Also, zeig nochmal von hier unten. Hier. Meine Sache. Ey, wie gut man da reinkommt. Mann, wie ein T-Rex oder was? Ja, so ein bisschen schon. Liebe Zeit. Die Hochzeit mit der Holzschublade. Ich hole schon mal Schrauben. Alter. Hast du gesehen, wie ich das abgemessen habe? Mein Gott, ey, das ist sogar auf Spannung. Ja. Oh, nicht zu viel Spannung. Das ist auf Spannung und ich sag mal so, am Ende kann man jetzt schon sehen, wie geil das wird. Oh yeah, Mann. Okay. Akkuschrauber. Vom Abstand her. Ja, warte mal, wenn wir da vorne noch einen Henkel dran machen. Das wird super. Das wird super. Hast du noch zwei, drei Schräubchen? Ja. Dann machst du da hinten nochmal eben. Deinen kleinen Händen? Ja, mach ich mit meinen kleinen Fingerchen da hinten auch nochmal was. Es passt auch noch. Verrückt. Ja, jetzt gehen wir mit dem Stippensieger. Stippen? Mit dem Stippen. Wir haben ja vier Stimmen hier drunter. Ja. So.
Schönes Pflaster hast du da drin. Ah, danke schön. Ja. Das ist von Tabaluga. Ah, schön. Vielen Dank gehen raus an Leo, der mir das gesponsert hat. Ja. Ah, tolles Band, hör mal. Das werde ich die Karre noch richtig auf. Was ist das für ein Band? Ja, das ist Band. Ein Band ist das. Ja. Und jetzt kann ich hier wunderbar die Schublade raus. Super. So, und jetzt kriegen wir noch das Kochfeld auf. Und dann. Einfach so mit Siegerflex. Einfach so mit Siegerflex. Das traust du dich? Oh ja. Das ist genau mein Ding, Baby. Okay. Ich hol mal Siegerflex. Hol mal Siegerflex. Oh, kleben, also ich mag ja kleben auch, ne? Ich mag ja einfach kleben. Willst du kleben? Ja, komm, geht her. Achtung, und auf geht's. Ja. Oh, dabei sein jetzt hier. Letzte Runde im Siegerflex-Universum. Ja, schön in der Runde ziehen, in der Runde ziehen. Ja, okay. Das geht so auch. Du weißt... Letzte Woche hast du den Spruch gebracht, zeigen, wenn es einem gut geht. Ich mache die Löcher einfach voll mit Siegerflex. Du hast recht. Ja, zeigen, wenn es einem gut geht. Du hast ja recht. Aber ich gehe noch richtig rum, ja? Ja, hoffentlich. Versuchst du. Ich hoffentlich. Und schön weit nach vorne. Okay, schön weit vorne halten. Noch ein Stück nach vorne, noch ein Stück nach vorne, noch ein Stück nach vorne. Kannst du ein bisschen Parkeinweiser machen, wie bei der Lufthansa? Komm. Ja. Und runter. Und runter. Runter. Runtergeladen wird, runtergeladen, Roboter. Und... Das hat auf der rechten Seite eigentlich auch? Ja. Dann ist ja gut. Eingepasst. Hast du drauf gedrückt? Ich hab drauf gedrückt, ja. Hast du drauf gedrückt. Schön. Dann gucken wir mal. Das hätte man eigentlich zuerst machen sollen, ob das Feld überhaupt funktioniert. Nein! Oh, das geht. Jesus, Maria und Josef. So richtig schön heiß, ne? Ja. So. Das kann trocknen, ne? Das kann trocknen. So, und jetzt bauen wir einen Tisch. Ja. Da ist schon mal alles vorbereitet. Fast alles. Willst du mal ankleben? Ja, genau. Klebt die Latte genauso an, wie sie jetzt da steht. Ja, genau. Also wir nehmen einfach irgendein Maß, wie immer. Der Tisch muss ja auch nicht so weit rausstehen. Das reicht ja, wenn er bis hier ist. Das ist ja nur, dass man einen Teller draufstellen kann. Ja, man kann ja dann hier so essen. Weil ja, genau. Also, die Tür hast du ja eh nicht. Also, aber guck mal hier, du hast doch geile Fläche. Lass uns das Ding einfach dran kleben. Höhe, so. Ja, genau. So, ne? Aber dir ist schon klar, wenn wir unsere Challenge machen und in dem Auto 2 Tage übernachten, müssen wir auch dinieren. Ja, klar. Okay, dann ist gut. Dann kleben wir auf die Höhe fest. Entspann dich mal. Ich bin immer entspannt. Habe ich einen sicheren Fehler? Nein, Fehler ist ja nicht, ne? Nee. Aber wir können auch ein Stück rüber. So? Ja, schön. Bist du da d'accord? Da bin ich d'accord. So, ich mache eben Waage auch, ne? Eben? Ja. In der Waage. Ja, das ist doch Waage. So Waage ist das Waage. So, und in der Zeit, wo das trocknet, grillen wir eine Runde. Genauso tun wir. Grillen wir eine Wurst. Bis gleich. Schon mal eben. André fragt gerade, ob wir komplett ohne Zollstock arbeiten wollen. Okay, ich ziehe die Frage zurück. Ja, komm, machen wir. Machen wir. Also wir arbeiten komplett ohne Zollstock, ja? Wir machen das jetzt komplett ohne Zollstock. Und ohne Wasserwaage. Ohne Wasserwaage, ja. Ohne Zollstock. Nur kleben. Wir kleben. Nee, wir schrauben die Scharniere schrauben. Ja, also wir dafür haben wir die Latte doch jetzt. Ja, okay, an der Wende kleben wir. Ja, an der Wende kleben. Haben wir ja schon. Haben wir schon. Das ist ja schon vorbei. Ist erledigt. Wir machen ohne. Das heißt, der muss ein bisschen kürzer. Aber hier wurde das muss dann die Einrichtung hier, ne? Ja, die schneiden wir nachher raus. Und dann machen wir so ein Ding oder was? Ja, genau. Ergonomisch? Wie Colani. Meinst du, du kriegst so einen Halbkreis hin? Hand, von Hand. Ja, dann brauche ich gar keine, also das mache ich dir so. Ja, dann machen wir. Soll ich das zeigen? Ja, machen wir. Soll ich das mal zeigen? Komm her. Ich sag mal so, ich mache euch einen Halbkreis, da sagt Oma Lieschen, da steppt der Papst. Leck mich am Arsch. Man möge mir die Stichsäge reichen.
Auf geht's. Willst du nicht erstmal hier vorne das Stück abschneiden? Nein. Dass du ein kleineres Stück hast? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Okay, die Kante ist nicht so schön wie die. Da müssen wir nochmal nachjustieren. Das, hast du geil rund hingekriegt. Das ist halt Künstler, ne? Ja. Tada! Ja, nicht schlecht. Du machst aber so hier. Nicht schlecht. Also hier. Ich, abgeschliffen fällt. Weil, weißt du, ich hab wirklich gedacht, du machst einen Halbkreis. So. Weil, was willst du mehr? Du willst halt mal eine Presse draufstellen, oder? Ja, ein Teller oder sowas. Da reicht ja dafür. Ja. Warte. Das ist so richtig. Der soll ja so hier drauf. Richtig. Dann machen wir den so fest. Richtig. Also wenn du möchtest. Ja. Ist denn das noch ein Widerwort? Nein. Ich halte das. Lass das bitte gerade machen. Ja. So. Das ist im Game. Weiter? Ja, mach doch mal. Ich dachte, das ist fertig. Ihr habt auf dich gewartet. Ach so. Auf Akku. Warte. Die Akku. Wenn es schief wird, dann schief es auf dich, ne? Dass du halt nicht richtig gebohrt hast. Ja, wie immer. Wie immer. Am Ende warst du dann schuld. So einfache, ist so eine einfache Milchmädchenrechnung. Bist du dir sicher? Ja. Ne? Guck mal, ob er mir vertraut. Na, guck mal, so ein bisschen skeptischer Blick, aber er macht es trotzdem. Auf ins Verderben. Mach es gerade. Ja. Nee, gut. So, jetzt haben wir noch hier einen. Der kommt gerade drauf. Einmal nach der Sieb. Oh, jetzt ist ein bisschen zu weit, guck mal. Shit. Ja, ist zu weit gemacht, Alex. Den musst du nochmal losmachen. Meinst du, ich soll den nochmal losmachen? Nö. Willst du? Ja. Okay, aber du kannst es auch schon mal festmachen. Dann machen wir erst fest und dann... Weil hier, guckst du da. Ich habe da rumgetönt, ne? Habe ich rumgetönt, dass das richtig ist und dann war es doch falsch, oder was? Wie immer. Oh Mann, ey. Ich sag mal so, das bringt auch nichts, wenn du die Kommentare löscht, wo die Leute sagen, was du falsch machst. Auch wenn ich das bin. Hab ich immer gelöscht jetzt bis jetzt. Das ist keinem aufgefallen. Ich muss das Loch auch treffen, ne? Ja, ich bin dabei. Jetzt kommt das Ding da drauf. Jetzt kommt die Hochzeit. Weil, wieder. Hast du die Latte abgemessen, wie lange genug ist mit dem Boden? Mach mal fest. Er war ja fest. Warte, mach's mal ein bisschen schön noch eben, warte. So. Nee, warte. Jetzt. So, jetzt kann man den Tisch noch verschieben, weil das ist ja nicht echt nicht abgemessen, weil jetzt kannst du so verschieben, bis es gerade ist, weißt du? Gut, dass die Kamera noch läuft. Also alles wunderbar. Ja, ja, jetzt haben wir hier unser Tischchen. Ey, cool, passt das sogar? Hä? Kannst du sogar noch ein bisschen runter machen. Nein, nee, zu oft. Da kommt noch Laminat drauf. Achso. Ja, dann lassen wir das Sieger mal. Lass doch mal trocknen, Mensch. Ja, aber ich würde sagen, jetzt haben wir alles für die TÜV-Abnahme. Ja, sollen wir mal eben kurz gucken hier, was wir. Also, den Tisch finde ich mega. Vor allem mit dieser Einbuchtung hier oben. Das hat, was wir machen? Für Bierbauch, das hat so Kniescheibe. Schön. Kniescheibe, Bierbauch, ist das so? Ja. Ja, das sieht doch gut aus. Sieht gar nicht so schlecht, ey. Schön. Ja, dann kannst du es natürlich drauf machen und dann, ja. Ja. Lassen wir jetzt mal hier so stehen. Genau. Dann haben wir hier unseren schicken Gaskocher noch. Ja. Mit Schublade. Habt ihr auch nicht fest, ne? Ja, den ziehe ich jetzt aber nicht ab. Ich bin ja klug. Cool. Ich finde dieses System eigentlich gar nicht schlecht für diese Dinger. Einfach so Klatsch. Einfachste Technik und funktioniert, ne? Weg ist du brauchst keine Gasanlage einbauen. So ist es. Eigentlich ist das voll schlau. Ja, und somit sind wir wieder ja, am Ende des Videos. Vielleicht machen wir auch zwei Teile diesmal raus. Zwei kleine Schritte weiter. Mhm. Wir haben noch angefangen, eine Dusche zu bauen. Ja, stimmt. Genau. Die kommt oben drauf, ne? Genau. Aber da war ich nächsten Mal, ne? Bin ich ja krank geworden und weil ich da nackt unter der Dusche stand. Ja, todkrank warst du da. Ja, todkrank. Und jetzt basteln wir daran weiter. Und wenn wir das drauf haben, dann geht es erstmal zum Hidicane-Gelände. Ja, und testen das mal. Und wir testen das mal. Zu zweit. Zu zweit in dieser Kiste hier. Eine Nacht halte ich aus. Ich habe richtig Bock, wir machen zwei, würde ich sagen. Nee, gar keinen Fall.
Aber ohne Schlafsack, sondern nur mit Decke. Mit einer Decke. Und ohne Hängematte. Auch ohne Matratze. Doch, Matratze sind die Matratze, sind ja schon da. Ah, okay. Alles klar. Ja. Sind wir raus, ne? Bis die Tage. Und tschüss.